Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mal wieder eine ganz einfache Sache. Wir machen einen Bratkartoffelauflauf. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unseren Bratkartoffelauflauf brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier schon vorbereitet Pellkartoffeln gepellt und in Scheiben geschnitten. Das waren 5 mittelgroße Kartoffeln. Zum Würzen brauchen wir Paprika edelsüß, Gemüsebrühe, da werden 500, nee, 150 Milliliter von angerührt, Baconstreifen, Gouda zum Überbacken, man kann aber auch jeden x-beliebigen anderen Käse nehmen, einen Bergkäse oder so, wie man möchte. Frischkäse brauchen wir dazu. Eine Lauchzwiebel, die kommt ganz zum Schluss drauf. Zwei Zwiebeln ich habe sie in halbe Ringe geschnitten, man kann sie auch in Ringe schneiden. Cocktailtomaten, Hähnchenbrustinnenfilets, man kann aber auch Hähnchenbrust nehmen. Zum Würzen nachher Pfeffer und Salz. Butterschmalz zum Anbraten, Rapsöl zum Anbraten, Kochsahne brauchen wir noch und etwas Zucker. Nun denke ich, habe ich aber alles an Zutaten. Und dann können wir loslegen. Als erstes erhitzen wir nun einen Esslöffel Butterschmalz und zwei Esslöffel Rapsöl in einer Pfanne und werden darin unsere Kartoffeln richtig schön anbraten. Als nächstes kommen nun unsere Zwiebeln noch dazu. Das war mein Finger, sorry. Und der Bacon. Das Ganze braten wir auch noch etwas mit an und dann geht es gleich weiter. In der Pfanne von unseren Bratkartoffeln haben wir nochmal 2 Esslöffel Rapsöl zusätzlich erhitzt. Darin braten wir nun unsere Hähnchenbrustinnenfilets an. Die haben wir mit Paprika edelsüß und Pfeffer gewürzt. Und unsere Bratkartoffeln mit der Mischung aus Bacon und Zwiebeln habe ich in der Zwischenzeit in einer Auflaufform zwischengelagert. Nun gebe ich noch unsere Tomaten dazu. Die dürfen nun auch noch ein wenig mit anbraten, anschmoren. Und dann geht es gleich weiter. In einer Schale verrühre ich nun den Frischkäse, die Kochsahne und unsere angerührte Brühe. Das sieht ja aus, macht aber nichts. Soll ja schmecken. Ja, genau. Das Ganze versuche ich jetzt noch etwas zu verrühren, diesen Frischkäse, dass ich den, ja, weich kriege, verrühre, keine Ahnung. Und ich denke, dann machen wir gleich weiter mit dem Film. Okay, bis gleich. Unsere Hähnchen-Innenbrustfilets und die Tomaten waren jetzt so 2, 3 Minuten drin, haben wir nun auf unsere Kartoffeln gelegt, geschichtet. Wie auch immer, gegeben. gegeben. Ja. Genau, und nun machen wir in der Pfanne weiter. Da gießen wir jetzt nun unsere Sahne, Frischkäse, Brühemischung in den Bratensatz rein. Ihr seht, ich habe den Frischkäse nicht ganz verrührt bekommen. Aber ich denke, wenn es jetzt aufkocht, wird er schmelzen. Wie gesagt, das Ganze darf einköcheln etwas. Das machen wir jetzt auch. Und dann geht's weiter. Unsere Sahnesoße kann jetzt gewürzt werden. Etwas Zucker kommt rein. Pfeffer. Ich denke, das sollte reichen. Und Salz.
denke, auch das sollte reichen. Ich werde gleich nochmal abschmecken. Und das Ganze darf noch etwas einköcheln. Ne, bisschen Salz noch. Jo, jetzt passt das. Die ist lecker. Okay. Nun geben wir unsere Soße über die restlichen Zutaten. Wo geht das hin mit meinem Kippen hier? Ah, kriegen wir hin. Klar. Ja. Es riecht gut. So. Nun geben wir noch unseren Käse drüber. Oh, ich denke, ein bisschen kann ruhig rauf, ne? Ja, komm. So. Halbe Packung. Ja, kommt hin. Ein bisschen. So. Und dann geht das Ganze bei 200 Grad. Ober-Unterhitze für 20-25 Minuten in den Backofen. Minuten sind vergangen. Unser Bratkartoffelauflauf sieht so aus. Ich streue noch ein paar, wie vorher angekündigt, Lauchzwiebeln drüber, die kleingeschnittenen. Dann kann auch schon angerichtet werden und wir können essen. Ja, kurzes Fazit. Eine leckere Sache, die man mal nach Feierabend machen kann. Schnell gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts immer würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.